So, servus miteinander. Ich möchte euch jetzt einmal das Projekt der letzten paar Monate zeigen. Und zwar habe ich mir eine PV-Anlage gebaut, wie man unschwer erkennen kann. Und zwar ist die freistehend bei uns hinterm Haus auf einer Holzkonstruktion. Und bestehend da das Ganze aus 36 Platten. Das sind 410 Watt Paneele und das sind auf zwei Strings aufteilt. Die Ausrichtung ist genau Richtung Süden mit 30 Grad Schräge, was bei uns das Optimale eigentlich sein sollte. Jo, viel mehr gibt es da oben eigentlich gar nicht zum Sagen. Das sind eigentlich nur die Paneele. Einmal ein Überspannungsschutz. Das war's. Da kommen die Strings rein. Und da geht's runter zum Elektroraum. Und sage ich euch dann gleich. Und ich habe noch für zwei Strings zusätzlich eine Kabel eingelegt. Also gleich mit einzogen, falls einmal erweitert wird. Jo, durch die Erden. Die geht. Falls da unten raus. Geht in die Erden und geht da rein. So, hier unten angekommen. Drüben ist das Haus. Da haben wir einen Stadel. Und da war ein alter Hirnerstall. Ein super Lichtschlag hat. Jedenfalls, ich blende euch aber bald ein. Wir haben da 30 mm isoliert. Wir haben die Wände ein bisschen gerade gemacht und dann solche Platten montiert. Jo, das Ganze kommt jetzt da unten rauf. Das ist noch das alte vom Kompressor, da ist vorher der Kompressor drin gestanden. Geht zu dem Überspannungsschutz zum Herunterdrücken und geht dann in den Wechselrichter. Das ist ein FSB, 10 Kilowatt. Jo, und vom Wechselrichter geht es dann über einen anderen, über einen AC-Überspannungsschutz ins Hausnetz sozusagen. Ein paar Sicherungen, das war's. Jo, dann habe ich noch zwei Akkus. Und zwar, das sind 230 Ampere Lithium-Eisenphosphat-Blöcke. In jedem Akku 16 Stück, also kommen wir auf 48 Volt und insgesamt hat es dann knappe 12 kW pro Pack. Verwenden wir Daily BMS, das hat 100 Ampere Endladeleistung und 50 Ampere Ladeleistung. Da habe ich dann noch die Kabel verlängert, da bin ich auf dem Durchaus gefahren. Und zwar die Kabel haben es dann alle gleich lang. Ja, wird es empfohlen. Dann habe ich mit einer kleinen Kapsel gedruckt. Wie man da sieht. Einfach für die Optik und dass nichts aufgefallen kann. Ja, das Ganze habe ich mir als Eden-Profil gebaut. Die habe ich nochmal dummeln können. Und wieder ein Holz, was mir dumm gegangen ist. Das Ganze ist eigentlich verspannt. Und zwischen die Zöllen habe ich noch Kunststoff, wie man da sieht, eingeschnitten. Ja, unten ist das ganz gleiche. Und das sind einfach, also da haben wir noch einen Hauptschalter zum Trennen und zum Verbinden. Und das Ganze geht parallel in den Wechselrichter. Da habe ich 70 Quadrat, da habe ich 50 Quadrat. Und so die 50 Quadrat haben den Platz gehabt, deswegen habe ich mir da einen Adapter gemacht. Ja, da habe ich noch einen Lüfter. Unten kalte Zuluft. Da habe ich die warme Abluft ausgetransportiert. Und
Und zwar wird das dann alles über Grafana und IO Broker gesteuert. Und da habe ich mein Monitoring System. Das basiert auf der Solaranzeige. Und da habe ich mich wahrscheinlich zusammengebastelt. Das ist nur so ein Tablet, was ich mir von der A1-Verlängerung gekriegt habe. Oder Vertragsabschluss. Ja, und da kann ich vom Netzwerk zugreifen drauf. Da habe ich mir das halt eingebaut. Da habe ich Temperaturen. Jo. Ah ja, und das läuft da alles auf einem Raspberry. Da habe ich mein Wechselrichter einmal angeschlossen und da Smart Meter über einen Adapter. Ja, das Ganze geht nach unten. Ja, so weit, so gut. Und das läuft jetzt schon ungefähr knappe 4 Wochen. Ja, sollst du noch Fragen geben? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ciao.